Michaels Haus. Oh, hey, we saw this before, in the Earth in Historia. Michael's house. And you slept here too, right? Yeah, I guess that means I was here myself, as a human baby. So that makes Camelon your hometown, huh? It's yours as well, isn't it? I suppose, but I don't feel anything toward it. It's just one of those historical technicalities. I can't think of my hometown as anywhere but Elysia. Yeah, same. You and me. Elysians now and forever. Now and forever. Schön. Hatte ich anscheinend auch noch nicht, sonst hätte sich die AP jetzt nicht um 1 erhöht. Nice one. It's time to shine. Zum Schreien aufzubrechen. Ja, Boss. Er ist dort richtig. Heldav, der mit Martellus verbunden ist. Es wird zwar immer gesagt, aber irgendwie hatte ich nie wirklich das Gefühl. Oh, guck mal, den hatten wir noch nicht. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? What? Sämtlicher Schaden wird um 30 reduziert. Wow! Das ist cute. Aber auf was möchte das? Wäre am besten auf ihm. Auf dem Moses-Stab. Ist aber cool. Haben wir einen wieder dazu bekommen. Allgemein, bei dem zweiten Mal durchspielen haben wir jetzt, glaube ich, insgesamt 2 weitere. Mir haben ja immer noch welche gefehlt. Aber ich hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen, gegen Ende auch gar nicht mehr wirklich danach gesucht. Ja, auf der Seite ist er. Oder auch halt. Das ist ja relativ. Er wollte fliehen und ist in den nächsten Stunt reingeflogen. Natürlich auch praktisch. Ey, hör mal auf hier. So, erstmal wieder sammeln. Oh, schnell angreifen! Ah. Hier ist ja noch einer. Ich glaube, der einzige, der gegen normale Angriffe effektiv ist. Der Rest der Merola la. Ja, genau das ist er. Zu dem wollte ich. Ach, der sieht ja schon ein bisschen OP-er aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Mit diesen ultimativen Schwertern, ey. Sieht aber auch heftig aus, Mann. Ich finde schön, dass es egal auf welcher Map man es mal einen gibt, der richtig schwach ist. Ja. Gut, dann gehen wir erstmal auf die andere Seite. Wenn da auch einer ist, dann habe ich zumindest. Also nicht komplett. Hä? Oh. Nee, hä? Nee, warte mal. Hier. Bin ich nicht komplett durcheinander? Finished! Danke sehr! Like Junge! Junge! Geh weg! Ah, da ist auch einer. Gut, dann hatte ich es nicht komplett. Ich hatte nur den anderen vergessen. Aber ich glaube, hier gibt es allgemein viel, das schon kann. Kann. Ja, das ist Odin. Alter, der hat's auf jeden Fall in sich. Ich hole mir jetzt noch die Kiste in der Mitte. Dann speichere ich mal. Kaiserstraße. Da ich gar nicht drauf warte, was das überhaupt ist. Kann ja eigentlich nur ein Item sein. Crimson Edge! Ready? Healing power! Molten Wall! Immer gehen sie auf ihn. Crimson Edge! So, das geht durch, Mann. Sweet dreams! Was? Und bis dann. Snacks! Mit ihm. Alter! Focus! Hier geht er sofort auf die Eier. Ist auch noch einer.
Verwendet sich aber auch bei jedem kleinen bisschen. Kann man auch, glaube ich, auch schon. Aber es ist gut. Kann mir doch egal sein. So, und wieder einer weg. Ich laufe noch ein bisschen, weil hier war auch noch eine Truhe. Zack. So, und jetzt gehen wir ganz den Weg wieder zurück. It's not bad. Ja, oh, Apfel. Stand der Strudel? Ich hatte nur noch Apfel gesehen. Ja, bad von mir. Zack. So, erstmal speichern. Weil wenn, kommen wir ja sogar wieder zurück zu dem Kampf mit El Simon. Ja, eigentlich auch nicht. Eigentlich können wir ja den Kampf, wenn wir ihn verlieren, immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder holen. Aber wenn es so gar nicht geht, na gut, ich glaube, man kann dann sogar die Schwierigkeit einstellen. Mal schauen. Mal schauen. Diese Bosse, die wir hier sehen, die sind aus dem Grund besonders, weil man von denen einen Gegenstand bekommt, der irgendwie merkwürdig ist. Hat 10 Angriff. Und man kann irgendwie upgraden. Zumindest. Ja, also richtig kapiert habe ich auch nicht wirklich, was der bringt. Okay, careful. Normal. Dann müsste ich ja eigentlich auf Wind gehen. Könntest du dich jetzt mal verwandeln? Not this time! Oh, der verliert. Er verliert zwar sehr schnell, aber er macht übelst Damage, wenn sein einer Angriff trifft. Aber da muss man echt aufpassen. Not this time! Oder war das der andere, der war ein Hessens? Werden wir gleich sehen. Am Ende macht er seine Special Attacks. Bis jetzt hat er immer nur so ein bisschen angegriffen. Ja, er macht schon Damage. Not this time! Not this time! Dark Star! I need a hand! Soul Resonance! Gale Fist! Vanish! Stratoshield! Rage Destruction! Das ist der richtige Moment, um Dinge auszuprobieren. Deep Squall! Vanish! Stratoshield! Vanish! Wind Blast! Not this time! Hold it! Hold on! Fear me! Lord of Fire! Whirlwind Slash! Whirlwind Slash! Scorch Bell! Oh, falscher Angriff. Spanish Shield, aber er will irgendwie sterben, als das. Jetzt aber, denk ich's. 55 galt. Ah, schön. Und, oh. Ich habe ganz vergessen, auf die Uhr zu gucken. Aber wir können... Oh, getränkte Kugel. Und Trägerschwerter ist dann eben die Waffe. Das ist die Waffe. So. Gehen wir auch gleich zum anderen. Jetzt habe ich echt nicht auf die Uhr geguckt. Muss ich wieder so ein... Mann. Nee, ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Aber irgendwie hier sind hier keine Kräuter. Der sieht aber auch echt OP aus. So würde ich gerne auch umrennen mit solchen Schwertern. Das wäre cool. Okay, ich habe ja den nächsten Teil schon. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich mit dem schneller durch bin. Jetzt habe ich 3 weitere Spiele, die ich let's playen kann. Das ist doch schön. Komme ich dieses Jahr zumindest durch. 2 sind zwar kurz. Also schätze ich so auf 1 Monat Spielzeit. Aber das andere ist ja auch wieder ein Tales. Das hat ja jetzt 150. 4 Monate. Ne, warte mal.
5 Monate? 6? Das umfasst ja ungefähr 6 Monate. Das ist echt heftig. Wenn man sich das... Oh, fuck! Nee. We can't hold back. Auch wieder Normalangriffe. Aber diesmal ist er... hat er Widerstand gegen Wind. Ich glaube, da gehe ich einfach safe auf Abstand. Auf Wind. Auf Water. Boom! Muss halt mit meinen Kreisen angreifen. Mit meinen Normalangriffen. Ja, der Typ steht, Here's the skies! Arrow squall! Here's the skies! Arrow squall! Da. Here's the skies! Macht er wieder einen Angriff. Arrow squall! Kann ich nicht durchgehen lassen. Drag you down! Maelstrom! Drag you down! Da gab's gerade einen Leg-Spike. Maelstrom! Spirit cleansing! Elixir Vitae! Here's the skies! Arrow squall! So war das. Ich gebe ihr besser mal ein Gümmchen. Rose! Thanks! Aim and fire! Here it goes! Open the way for! Kann ich nicht unterbrechen. Blistering Fangs! Spiking Vortex! Also, Widerstand gegen Wind verstehe ich. Weil er Windangriffe macht die ganze Zeit. Erde wahrscheinlich. Wegen seiner anderen rechten Seite. Drag you down! Don't push yourself, Lila! Maelstrom! Wow. Die ist aber echt am Arsch. Nein! Here's the sky! Arrow squall! Rose! So. Das war knapp. Mustering fangs! Gut, ich komme hier gerade nicht so gut durch, weil er eben mega Widerstände hat. Der Arsch. Wie viel hat er überhaupt? 45, uiuiui. Ui, ui. Er kann sich nicht mehr verwandeln, das ist echt ein Problem. Hier geht's! Binding Vortex! So, jetzt können sie sich wieder verwandeln. Ja, dann tut sie instant. Ich werde auf den Angriff bleiben, der wirkt am besten. Ist der Arsch einfach. Ich glaube, es sagt. Welcome to hell! Wichser, verpiss dich einfach. Mädels, weich doch einfach aus. So schwer ist es doch nicht. Oh shit. Spirit cleansing, Elixir Protect! Zack! Here goes! Binding Vortex! Jetzt schnell weg mit ihm! Schnell weg mit ihm, habe ich gesagt! Schnell weg! Schnell weg mit ihm! Alter! Danke sehr! Und wieder eine tränkte Kugel und schwäbiger Deutsch bekommen. Schwäbiger Deutsch. Durch. Ach ja, und zeigen kann ich es euch ja auch mal. Sind wir ja gleich durch mit der Folge. Oh Mann, wo bin ich? Irgendwie was Neues haben wir hier ja nicht dazu bekommen, ne? Nö. Und hier irgendwie? Ne, eigentlich nicht. Aber hier müsste echt mal noch was dazugekommen. Hier sind es ja nur 4 Stück. Das ist echt wenig. Ne? Schon ein bisschen blöd. Das wollte ich aber euch gar nicht zeigen. Schreibe ich euch da.
Angriff 5. Sogar nur. Oh, Moment. Das ist aber diesmal anders. Zweimal Schaden beim 10, 20, 30 etc. Treffer. Das ist neu. Hier ist er wieder Angriff 10. Ah, das ist die Spezialfähigkeit. Man kann ein Aster bekommen bei diesem Equipment. Und umso öfter man angreift, umso stärker wird er. Ist dann aber die Frage, ob das kumulativ ist oder nur in einem Kampf. Nur kumulativ wäre ein bisschen OP. Ich denke, in einem Kampf wird das so sein. Na gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.